ich habe damals sehr oft Metal Archives benutzt, um neue Bands kennenzulernen. Und da diese Seite einen Randomizer-Button hat, dachte ich mir, checke ich doch das mal aus und gucke, welche Bands mir vorgestellt werden. Wir haben uns dann zusammen 3 Bands angehört und wie das klingt, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Ich wollte nämlich auf jeden Fall den Random Band-Button von Encyclopedia Metallum oder Metal Archives testen. Weil ich muss sagen, ich habe damals wirklich so in meiner Gymnasiumszeit, ne, so in meiner Abi-Zeit, wir hatten da so einen Computerraum, ne, und der liebe Domi, ne, wir kennen uns ja seit 2012, ne, wir haben ja zusammen auf dem Gymnasium gewesen, wir sind dann immer in diesen Computerraum gegangen in der Pause und dann sind wir immer zusammen auf Metal Archives gegangen und haben dann immer diesen Button benutzt. Wir haben immer nach neuen Bands gesucht, ne, und teilweise auch wirklich sehr geile Bands gefunden, teilweise auch wirklich echt Schrott. Und ich wollte einfach mal wirklich gucken, wie es halt mittlerweile so aussieht oder was halt noch so rauskommt, ne. So, deswegen gehen wir mal rauf und wir können ja mal gucken, ne, vielleicht machen wir ja irgendwie so zwei Songs oder so, ne, dass wir uns irgendwie so 2 Songs anhören. Deswegen, let's go. Erste Band ist Cave Grave, eine recht neue Band, 2019, aus den USA, machen Death Metal. Dann würde ich sagen, guck mal, die haben letztes Jahr ein Album rausgehauen. Aber nice Artwork. Das Artwork gefällt mir, das ist richtig schön oldschool, ne? Das ist richtig schön oldschool. Ich nehme gerne immer den zweiten Song, deswegen checken wir jetzt Cave Grave aus. So. Dann checken wir mal Cave Grave aus. Let's go, ich bin wirklich gespannt. Ich muss aber sagen, ich finde die Snare ganz geil. Die Snare ist schon fett. Die Snare ist schon wirklich sehr, sehr geil. Aber der Sound ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, sehr raw. Ist jetzt nicht so meins, aber ey, ich finde es interessant. Die Bass Drops, let's go. Ich hab tatsächlich sogar dieses Gefühl, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch gewollt ist, das so zu haben. Und ich könnte mir auch wirklich ganz gut vorstellen, dass das einfach im Proberaum aufgenommen wurde. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich finde es irgendwie interessant, das hat irgendwie was, aber ich würde es jetzt so ehrlich gesagt nicht hören. So. So ein bisschen jetzt so sehr langsam, ne, gehalten.
Ja, gut. Interessant. Interessant, sag ich es mal so. Die haben jetzt das hier nochmal. Ah, okay, hier ist das nochmal von dem 2023er Album. Lass mal da ganz kurz reinhören. Vielleicht ist das ja besser. Okay, I see. Okay, also viel, viel geiler, viel, viel stärker auf jeden Fall. Aber ich fand in der vorherigen Version die Snare irgendwie geiler. Da fand ich die Snare viel, viel besser. Aber ey, ich finde, es ist so ein Death Metal so ein bisschen mit Grindcore gemischt. Klingt aber jetzt auf jeden Fall schon viel, viel besser, muss ich sagen. Finde ich irgendwie jetzt einfach mal doch besser und irgendwie cool. So. Dann lass mal. Die nächste Band, Audio Blossom, Korea, Heavy Power Metal. Vor 12 Jahren das letzte Album rausgehauen. Nehmen wir doch mal Inside of Me. So, Audio Blossom, Inside of Me. Dann bin ich gespannt. Was, aber eine raue Stimme, ne? Klingt irgendwie ganz cool. Ich finde aber, ne, ja, das soll jetzt wirklich kein Disrespect sein, aber man merkt irgendwie, dass die Band halt wahrscheinlich jetzt nicht so die großen Bühnen füllt. So. Ich finde, das ist noch auf so einem recht, ja, auf so einem, ja, ich würde sagen, so auf so einem hobbymäßigen Level der Band, von der Musik irgendwie. Ich meine, natürlich, vielleicht wollen die das auch so, ne? So ein bisschen so diesen alten Sound, ne? Wie halt viele Bands das ja machen, so Bluespills, ne? Scorpion Child, so diese 60er, 70er, ne? Aber ja. Wisst ihr, was mich stört? Dass das Video nicht zur Musik passt. So, sie singt, ne, das Gesungene ist schon fertig und dann fängt die erst an so zu singen. Ah, das stört mich.
Ich sag mal so, lassen wir es einfach mal so stehen. Also, ich würde noch eine Band auschecken wollen. Ich würde sagen, wir machen das noch einmal, aber bitte jetzt ein richtiger Banger. So eine richtig, richtig gute Band, die mich vom Hocker haut. Let's go. Atmospheric Black Folk Metal, Reaper Kiwi. Drei Demos rausgehauen. 2011 das letzte. Es sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Bin ich ehrlich. So Atmospheric Black Metal mit irgendwie einfach so Landschaften oder irgendwas aus der Natur ist für mich tatsächlich immer ein gutes Zeichen. Komm, wir probieren es aus. Ripa Kiwi. So. Ripa. Ja, da habe ich es richtig geschrieben. Ah, ne, Doppel-I, ne? Ripa Kiwi Suvanto. Okay. Dann lass mal gucken. Okay, es fängt schon mal gut an. Kommen gute Vocals. Das gefällt mir. Das ist ein schöner Part. Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Part. Ich hoffe halt einfach nur auf sehr, sehr gute Vocals, ne? Wenn überhaupt Vocals kommen. Das klingt sehr episch mit diesem. Es ist aber auch wirklich sehr, also teilweise so ein bisschen so Dark Throne, wenn die so ihre so Heavy Metal Phase hatten irgendwie. So ein bisschen. Klingt auch so, als würde so ein Tambourin im Hintergrund noch dabei sein, ne? Also, ich weiß nicht, so teilweise merkst du halt wirklich so, das sind so ein bisschen so diese Elemente, so ein bisschen so diese Einflüsse aus diesem Atmospheric Black Metal oder so, ne? Oder teilweise so ein bisschen Folk, aber ich hätte das in eine ganz andere Schiene irgendwie reingesteckt. Weil das finde ich zum Beispiel sehr schön, ne? Das finde ich sehr, sehr schön. Sehr schöner, cleaner Sound.
der Part gefällt mir. Der ist echt der Beste aus dem Song. Also ich finde wirklich, man hat da wirklich so Parts, wo man halt wirklich Potenzial raushört, wo man denkt so, ey, ne, das kann auch wirklich was Gutes werden. So, es ist ja nicht schlecht, aber da fehlt halt einfach noch irgendwie was, ne? So, ich weiß nicht. Nur, es wiederholt sich halt alles. Also wirklich, dieser ganze Song von diesen 2 Minuten bislang wiederholt sich jetzt gerade wieder. Ne? Du hast halt wirklich diesen gleichen Aufbau. Da muss mehr kommen oder halt wirklich dann mal irgendwo Vocals reinpacken, ne? Außer dieses oh, ne? Da muss noch was kommen. Das erinnert mich zum Beispiel halt wirklich jetzt an diese ganzen Orchid-Bands und sowas. Also diese so leicht Stoner, bisschen Doom-Metal irgendwie. Aber der Sound ist schön clean. Das gefällt mir. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja gesagt, also ab und zu hat man ja wirklich mal eine sehr, sehr krasse Band gefunden, ne, die man halt teilweise immer noch hört, ne, so über Metal Archives, ne, beispielsweise Cellador war halt so eine Power-Metal-Band, die sind abnormal krass, so muss ich wirklich wärmstens empfehlen. Aber die drei, die uns jetzt vorgeschlagen wurden, das war halt alles so ein bisschen, also für mich nichts, wo ich mir denke, so, boah, fand ich geil, würde ich jetzt nochmal hören. Aber ich meine, ich mache das trotzdem manchmal noch gerne. So wirklich manchmal, wenn ich nichts zu tun habe, ich denke mir so, komm, ich will einfach wieder neue Musik auschecken, gucke ich mal, was bei Metal Archives so rauskommt. Aber heute war es auf jeden Fall nicht gut. Also nichts Gutes für mich. So, da war leider keine Band, wo ich mir denke, so, oh, die werde ich mir auf jeden Fall öfter anhören oder mir mehr anhören.